Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass 2/3 meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu SimCity Build It. Ja, hier sind wir wieder in unserer kleinen Stadt. Der Pass inklusive Wettbewerb ist in 7 Minuten vorbei. Ich habe mir Mühe gegeben, es hat aber trotzdem nicht gereicht. Hier, 116.000 Punkte, das war mehr als ich je geholt habe. Und ich bräuchte mindestens 156.000 Punkte, also da hätten noch 30.000 gefehlt. Und das wird ja jetzt nichts mehr. Selbst mit den doppelten Punkten klappt das nicht. Und ja, jetzt wo es vorbei ist, gibt es natürlich eine Menge Sachen, die hier noch gemacht werden müssen, um das System wieder herzustellen. Das würde ich gerne machen. Und ich würde sagen, fangen wir einfach direkt an. Wird wahrscheinlich eine etwas langweiligere Folge für euch. Wenn ihr wirklich euch gar nicht dafür interessiert, dann spult einfach diese 6 Minuten vor und dann kriegen wir halt die Belohnung. So, Kochutensilien. Das brauchen wir. Das da, das da. Einmal zu viel Plastik gemacht, aber egal. So, das Holz wird auch gleich fertig. Ein Metall brauchen wir noch. Das wird auch gleich fertig, also wir kommen hier ziemlich schnell voran. Ich bin übrigens auch schon bei Level 32 jetzt. Ich habe hier halt das jetzt freigeschaltet. Mache ich erstmal noch nicht, ich muss nämlich noch den Wutturm ausbauen. Und das hat für mich einfach gerade eine höhere Priorität als 5% schneller alles auszubauen. So, dann haben wir das hier. Eine Leiter, dafür brauchen wir 2 Bretter. Dafür haben wir momentan kein Material. Ich habe 5-mal Gemüse, warum auch immer. Auch 3-mal Mais. Also ich habe wirklich alles gegeben, was ich konnte. Okay. Ja, die Couch habe ich zum Beispiel freigeschaltet. Habe ich auch schon 2-mal hergestellt. Hier fehlen Schösslinge, okay. Dann stellen wir gleich mal 2 Schösslinge her. Ein Donut fehlt. Und ein Gemüsesmoothie. Ja, davon haben wir ja genug. Können wir das direkt machen. Brot müssen wir auch mal machen. Eis. Ich brauche Gewürze. Habe ich Gewürze? Nein, habe ich noch nicht. Dann können wir das auch noch nicht machen. Oh, 3, 2. Kaffee habe ich auch freigeschaltet. Habe ich auch direkt gemacht. Schuhe fehlen, mache ich direkt einmal Schuhe. Und Pommes war, glaube ich, das letzte, was ich freigeschaltet habe, mehr nicht. So, dann gehen wir hier noch ein zweites Mal durch. Wir brauchen nämlich noch Holz. Ich sammle erstmal noch das Metall ein, weil wir das gleich wahrscheinlich noch brauchen werden. Kleber werde ich brauchen. Kleber, Kleber, dafür brauchen wir Chemikalien und Plastik. Es wird aber erst noch ein bisschen später fertig. Schaufeln brauchen wir auch noch, also es fehlt im Grunde an allem. Aber das habe ich ja jetzt hier schon. Gewürze brauche ich noch. Mehl. Kann ich Mehl machen?
Eigentlich schon, ja, einmal. Dann machen wir noch ein bisschen Mehl, haben jetzt nicht mehr genug. Gucken wir mal bei Heinz vorbei, vielleicht hat er irgendwas zu verkaufen, was wir gut gebrauchen können. Nein, hat nichts zu verkaufen. Vielleicht noch ein Geschenk von seinen Einwohnern. Aber scheint nicht so. So, hier ist ein Nagel fertig. Machen wir das. Ich würde tatsächlich jetzt auch wieder einen Cut machen, obwohl das nicht mehr lange dauert. Ja, ich mache einen Cut. Einfach, um hier zum Beispiel das Plastik zu bekommen. Also, bis gleich. So, das Plastik ist fertig. Sammeln wir es gleich mal ein. Dann schaufeln. Dafür brauchen wir noch zweimal Holz. So, dann haben wir jetzt noch drei Plastik. Was wollte ich nochmal damit machen? Ich hab's vergessen. Ach ja, Kleber. Kleber, Kleber. Dann haben wir jetzt hier noch einen Kleber. Wir haben nur ein Brett. Wir haben null Nägel. Dann stellen wir beides nochmal her. Und wir haben nicht genug Holz. Aber das hier könnten wir nochmal gebrauchen. Wegen dem einen Tisch hier. Den Pass gucken wir uns gleich an. Der ist ja jetzt schon da. Ich würde jetzt noch gerne ein bisschen was hier machen. So, dann hoch. Das wollte ich gerade nicht, aber egal. Ja, uns fehlen halt einfach die Gewürze. Für Eis zum Beispiel. Ansonsten fehlt uns eigentlich nicht mehr was, kaum was. So, dann machen wir das da. Dann schauen wir uns jetzt mal den neuen Pass an. Also erstmal die Belohnung. Nicht besonders viel. Na los, komm schon. Danke. 10. Platz. Leider nicht so viele Sachen. Aber hey, wir haben 200 Diamantschlüssel schon. Und inzwischen habe ich auch schon 36 goldene Schlüssel, also es ist schon sehr viel. So, der nächste Wettkampf beginnt in 1 Tag 18 Stunden. Und hier ist der 8. Pass. Simoleons Straßenfußballplatz, okay. Expansionsobjekte, Güterbox, 20 Simcash. Matelan, okay. Keine Ahnung, was das ist. Gebirgserweiterung, Simcash-Saisonangebot. Und vieles, vieles mehr. Ja, ich glaube, das hier würde ich. Ja, das bekomme ich bestimmt auch noch. Ich war auch bei Stufe 30. Alles, was da drüber ist, ist mir leider ein bisschen zu viel. Aber darauf will ich eigentlich ungern verzichten. Ich meine, 1400 Simcash. Das ist echt viel. Nee. So, dann gucken wir noch hier mal, ob alles in Ordnung ist. Oha, das ist schon ziemlich knapp. 150 und wir brauchen 149.
Ich brauche das Geld halt für den Wu-Turm. Aber wir haben ja ein Omega-Kraftwerk. Soll ich es machen? Ja, warum nicht? 11.500 habe ich. Kostet gerade mal 10.000. Dann mache ich das mal. Ganze 100 Strom liefert das Teil. Und ist extrem teuer. Die Omega-Sachen sind schon echt cool. Es ist halt kleiner als hier das Kernfusionskraftwerk. Aber bringt halt noch ein Viertel mehr Strom. Nee, ein Drittel. Ein Drittel mehr. Sieht also schon ziemlich cool aus. Jetzt haben wir da so ein klitzekleines Omega-Kraftwerk. Gibt es das eigentlich auch für die anderen Sachen? Ja, aber die kosten auch so viel, oder? Ja, leider. Dann kann man ja auch drauf sparen. Ich meine, hier haben wir noch ein bisschen was zum Einsammeln. Und da haben wir auch schon wieder 2000. Kann ich hier noch irgendwas kaufen? Oh ja, das Brot. Das Brot. Brot brauche ich auf jeden Fall. Wie sieht's aus mit einer Katastrophe? Nur so zum Vorbereiten. Vier Batterien fehlen. Vier Batterien. Für die Batterie reicht's leider nicht. Nehmen wir das noch. Einfach so. Ich meine, ich hab das, ich brauch's gerade nicht. So, gibt's noch irgendwas? Irgendwas, was wir brauchen? Davon haben wir schon. Ein Brett brauchen wir. Ein Brett. Erstmal nur ein Brett. Eine Leiter. Brett, Leiter, Mehl, Sahne. Mal noch nix. Doch, Brettleiter, Mehl, Sahne, Donut. Leiter, Mehl, Sahne, Donut. So, also brauchen wir erstmal Brett. Ein Brett. Für die Leiter brauchen wir auch Bretter. Kann ich ja leider noch nicht machen. Und für Mehl fehlen mir einfach die Samen. Und dann fehlt mir noch hier die Gewürze. Aber ansonsten war es das eigentlich schon. Also Brett haben wir. Noch ein Brett, also. Lassen wir es erstmal so. Ich bereite das dann nach der Folge weiter vor. Für den nächsten Wettbewerb, der ja auch schon in einem Tag und 18 Stunden ist. Stadtlagerpaket? Nee, danke. Überhaupt keinen Sinn. Und da gab es, glaube ich, noch gar keine Wettbewerbe. Oder ich war zu doof dazu. Gut, Leute, das war's dann mit dieser etwas langweiligeren Folge, leider. Auf jeden Fall werden wir in der nächsten Folge das hier machen. Na, wobei, in der nächsten Woche wird diese Folge ersetzt. Also wird. Nächste Woche gibt es keine SimCity Build-It-Folge, weil dann Stick War Legacy dran ist. Letzte Woche hat es ja SFS einmal ersetzt. Diese Folge ist das Clash of Clans. Und nächste Woche ist es dann SimCity Build It.
kann ja mal versuchen, da was zu schaffen. Und dann sehen wir uns halt übernächste Woche wieder. Und ja, das war's jetzt auch mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.